Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age. Da hinten habe ich gerade auf der Karte kurz ein paar Bösewichte aufblitzen sehen. Was sieht denn da unten ab, Alter? Darf ich doch mal zuerst hinlaufen, bevor ich... Oh, was mache ich hier für eine Sache, Alter? So, hier will ich mal kurz zuerst hinlaufen, bevor wir jetzt der Quest weiter nachgehen. Das scheint mir hier... Seht euch das an! All die Macht hat die Abtrünnigen in den Wahnsinn getrieben. Ja, gut. Hier zeigt was zu holen. Ebenso viele Templer. Hier ist eine Elfenwurzel. Nicht mit. Mal hier angreifen. Die kämpfen, bekämpfen sich hier gegenseitig, ne? Wahrscheinlich Templer gegen Magier. Aber wir mischen hier mal gerade auf. Wir müssen ja auch unseren mit unseren Charakteren Level aufsteigen. Ja, wir müssen gleich weiter. Ich werde mal gucken, was es noch zu holen gibt. Hier ist noch einer. Er hat so noch... Achso, oh gut, der ist nicht wirklich stark. Ich dachte, der hat irgendwas Besonderes. Weil das so aussah. Mit seiner blauen Lebensanzeige, aber das ist wahrscheinlich nicht groß was Wildes. So, jetzt geht's hier weiter. Zack. Peng. Kurz. Scheiße, ich bin tot. Na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Oh, warte mal. Fuck, ich glaube. Wenn man da unten ist. Achso. Achso, wir können uns natürlich wieder beleben, das ist gut. Scheint gerade so, als ob hier richtig viele von denen rumlaufen. Also eine Art Lager oder was. Dass wir hier mal richtig vorherziehen müssen. Na gut, dann komm. Lass mal das Lager hier zerstören. Ich hoffe, dass das klappt. Lass mal einen Heiltrank nehmen. Und weiter geht's. Weil ich ja hier richtig rein rushe. So, was ist hier? Das kann wahrscheinlich nur unser Elfenkumpel da lesen. Okay, und dann sind hier hinten noch ein paar. Gut, der ist tot. Das ist unser Kumpel denn hier, unsere Kollegin. Zack. Das nehmen wir noch direkt mit. Der ist auch tot. Den plündere ich nochmal direkt. Was haben die Lamm oder? Man kann das Ganze nicht mal mehr einen richtigen Krieg nennen. Jeder kämpft gegen jeden. Gut, ich glaube, das war's. Templer gegen alle anderen. Ja gut, das haben wir dann, glaube ich, hier gemacht. Mal gucken, ob wir mit dem Dorf irgendwie später noch mal was anfangen können. Ah, da sind schon wieder welche, Alter. Spawnen die hier, oder was? Ja, komm, wir müssen die mal kurz mitnehmen. Wie wir es jetzt schon gesehen haben. Gut, der ist down. Also doch nicht. Der hat ein bisschen mehr aus. Jetzt ist er down. So, jetzt scannen hier nochmal. Sprungangriff. Mal X-Taste reindrücken hier. So, zack. Tot. Und der letzte. Der ist auch tot. Gut, jetzt. Aber erstmal hier weg. Sind schon wieder welche, Alter. Na gut. Das ist wahrscheinlich hier so eine ewige Endlosschlacht. Dann lasse ich die mal da unter sich. Kurz mal gucken. Ah, war das schon die Sehenswürdigkeit? Hier ist noch ein Riss, ne? Ist das ein Riss? Ja. Und was hier? Ein Meister der Pferde. Meister Dennett könnte der Inquisition vielleicht Pferde zur Verfügung stellen. Er muss dann überzeugt werden. Das heißt, wir müssen da auch noch hinrushen. Na gut, erstmal zu dem Ort hier reisen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht, weil ich will jetzt nicht den ganzen Tag immer zurücklaufen. Würde mich, glaube ich, sowieso nur verlaufen. Aber, gut. Ja, erstmal rasten, dass wir unsere Tränke hier nachfüllen können. Das ist ganz gut. So, und jetzt geht's weiter im Text. Müssen wir noch mit Meister Dennett nochmal sprechen. Wegen diesen Pferden da, aber jetzt erstmal hier den Riss schließen. Das
Ist das ein Widder? Ist das ein Widder? Nice. Den hole ich mir. Perfekt. Schon zwei. Ich weiß nicht genau wie viele. 10, okay. Also 8 Stück noch. Ist hier noch ein Widder? Ja, da ist noch einer. Aber der rennt gerade weg von uns. Wobei, wir müssen sowieso in die Richtung. Das heißt, vielleicht kann man den holen, wenn ich mich wieder unsichtbar machen kann. Der kommt und zack, zack. Gut, perfekt. Dann haben wir auch schon den dritten. Dann müssen wir das Ganze, glaube ich, nur noch abgeben wieder, ne? Das kann natürlich sein. Ach, hier ist schon der Riss. Der Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Nice. Ich frage mich, welche Träume sich wohl darin finden lassen. Ja, es war noch ein Riss. Okay. Ja. Zweite Strophe. Telm Gotthand. Helm Gotthand, schmierige Finger. Protzige Ringe, die Blitze im Licht. Gab in schlechten Zeiten Stämmen, zu Flucht den geschwächten Essen, nahmen sie in die Pflicht. Krieger in gewaltiger Zahl, mit sonnengeküssten Schwertern, fochten sie seinen Kriege. Mit Dragoschuppen gegrüßt, führten an salzigen Küsten ihn zum Siege. Er erzählt von einem Schatz, der glänzte weit im Norden. Geflüsterter Traum von der goldenen Stadt, dorthin trieb er die Horden, geleitet nur von Schlafesbildern. Das sind wahrscheinlich Träume, von denen Klüre nicht gierig geworden, trieb er seine Stämme an, bis sie schrien. Folge den Träumen, kreuzt das Meer, ohne je nachzugeben. Okay. Dann haben wir das hier auch wieder eingenommen. Sehr schön. Gut, und jetzt mal kurz auf die Karte gucken, was wir jetzt als nächstes angehen. Wir haben 5 Machtdinger. Gut, wir können jetzt hier die Nebenquest machen. Noch eine Nebenquest. Wir können jetzt auch noch hier hinten hingehen. Hier ist noch so ein Riss, den wir noch schließen müssen. Gut, jetzt die Frage, wollen wir die Quest weitermachen und dann mit dem Meister Dente. Heißt er Dente? Dennet. Meister Dennet sprechen. Oder wollen wir erstmal hier unten weitergehen? Hier müssen wir noch ein Lager errichten. Ne? Ja. Genau hier müssen wir auch noch ein Lager errichten. Und hier müssen wir noch ein Lager errichten. Das heißt, wir müssen 6 Lager insgesamt errichten. Und hier haben wir noch dann einen Riss, den wir zumachen müssen. Und für die Frau von dem Sohn dieses Ding holen. In Hügeln nahe der Wegkreuzung gibt es wilde Widder. Ihr Fleisch könnt ihr. Da haben wir ja schon 3, die kriegen wir ja auf dem Weg. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen das mal hier hin. Oder was ist hier noch? Sehr gut, das müssen wir irgendwo dann hier holen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Nehmen uns das mal als Hauptziel. Und dann geht's weiter. So. Was haben wir jetzt ausgewählt? So, Riss, genau, einen Riss schließen. Dann haben wir schon den zweiten. Oh, was ist das denn hier? So, ich dachte, das wäre so eine super Schlucht. Aber gut, da kann man ja kurz rüberspringen. Easy. Jetzt glaube ich hier hoch, ne? Jawohl. Das wäre das Gute hier, die Wege sind echt ziemlich nah. Ich glaube, bei Skyrim ist das viel, viel länger. Gut, wir haben die Randgebiete entdeckt. Da vorne lauern noch schon wieder. Gut. Ich brauche gar keine Online-Verbindung. Aber gut, da vorne sind wieder ein paar Gegner. Die nehmen wir auch mal eben mit. Das ist ja wohl kein Thema. Zack. Die haben überhaupt nichts drauf. Die kann ich hier so ohne. Und dann flüchtet der gerade. Zack, du gehst nirgends so mähen. Okay, hier haben wir noch ein Tier. Und wieder, sehr schön. Ich mach's lieber hier auf Nummer sicher mit dem Unsichtbar machen. Das ist ja keine große Sache. Ach, der ist schon tot. Ach, da ist noch einer. Perfekt. So, und direkt. 4 Stück haben wir schon. Und jetzt liegt hier vorne noch irgendwo einer. Da.
Nee, doch, genau, hier ist er. Nee, lol, wo ist er denn jetzt? Ist eine Blume? Hab ich den jetzt verloren? Hier hoppelt so ein Tier. Lol. Hier ist ein Bogenschütz. Da ist noch ein wieder. Hm. Komisch. Gut, dann haben wir den irgendwie jetzt. Finde ich den jetzt irgendwie nicht mehr, wenn ein bisschen blöd. Aber gut. 5 Winterfleisch. Dann ist noch so ein Wolf wieder. Hier wollten wir jetzt zu dem. Hinter mir war noch was. Noch ein wieder. Die spawnen den direkt. Kommt sowieso nicht weit. Weil dann nämlich das Ende ist der Map. Heißt es hier unten durchgelaufen, ne? Na gut, dann. Komm, wir haben schon 5 Dinger hier gefunden, obwohl wir nicht einmal so ein Gebiet besucht haben. Da muss der auch nicht dem hinterherlaufen. Weil der, glaube ich, sowieso dann wieder zu uns zurückkommen wird. Gut. Oh, hier ist doch wieder einer gespawnt. Ach komm, scheißegal. Was ist das hier? Ach so, jetzt sind wir schon beim Riss, ne? Gut. Dann ist auch schon wieder los. Das ist ein bisschen schon mal schwächig. Gut. Erstes weg. Jetzt spawnen die gleich die ganzen Viecher, ne? Ich werde mal kurz weitermachen mit dem Riss. Das ist, glaube ich, effektiver. Genau, wenn nämlich explodiert, dann sind die alle betäubt. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich einfach abfahren. Und dadurch keinen Schaden. Mal kurz wieder den Riss auferstehen lassen und ein drittes Mal zumachen. Ja, das war's. Perfekt. Fertig. Kann ich was noch plündern? Ja gut. Gut, haben wir noch ein paar Sachen bekommen. Noch plus 1 macht und hier können wir noch ein. Achso, das ist ein normales Tier. Hier können wir in das Haus reingehen. Alles klar, mal gucken, was da so drin ist. Hallo? Diese verfluchten da. Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Ach, Templer töteten euren Mann. Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Gut, dann müssen wir also wahrscheinlich den Ring wiederholen. Auf bald. Hol den Ring des Bauers von den Templern zurück. Mal kurz auf die Questkarte einen Blick werfen. Oh Gott. Ein Bauer und Abtrünn. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal hier. Was ist hier nochmal? Achso, gut, das brauchen wir ja nicht. So, dann nehmen wir erstmal hier oben das Lager ein. Dass wir dann schon mal das vierte Lager haben. Dann können wir auch direkt wieder leicht zurückreisen. Das ist ja ganz gut. Da sind 2 wieder. Perfekt. Komm her. Zack, zack. So, der wird erstmal direkt geplündert. Nicht, dass er mir hier wieder durch die Lappen geht. Wo ist der? Ich glaube, der ist gerade aufgrund des Eises total zerberstet. Wir müssen den einfach so töten. Gut, da ist noch ein Widder. Sprunggriff und Überraschungsmoment nutzen. Fuck, fuck. Okay, ich glaube, dieses. Was ist das denn für ein Bug hier? Nice. Ich glaube, dieses Eis ist nicht so. Und hier. Besorgter Speer, komm. Hast du eine andere Speerin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Eine Speerin wird vermisst. Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet. Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst.
Gut, das heißt, wir müssen auch noch diese Späherin zurückholen. Gut, auf bald. Wir unterhalten uns später. Okay, wo ist die jetzt schon wieder? Unterwegs? Ne, hier ist dieses Lager, was ich holen will. Hier ist Bau auf Abtrünning. Lange Hunger. So, das ist beides hier oben. Sonderbare Bettgenossen. Ein Diensthänder Speer macht sich Sorgen, dass eine andere Speerin namens Ritz etwas zugestoßen sein könnte. Sie hat den Auftrag, etwas über einen Abtrünnige in der Gegend herauszufinden. Das heißt, wir gehen das nochmal hier hin, wie gesagt, und dann machen wir die anderen drei Quests da oben nochmal fertig. Den Trank da holen, dann die Speerin und den Ring. Ich meine, das war der Ring. Ja, es war ein Ring. Den Ring des Mannes von der Frau wiederholen. Gut, hier erstmal das Lager aufrichten. Perfekt. Lagern wir hier oder ziehen wir weiter? Und wir rasten kurz. So, und jetzt mal kurz einen Blick auf die Questkarte werfen. Was ist jetzt los? Oh. Junge. Wir müssen hier richtig viel noch machen. Na gut. Hier müssen wir einen Riss schließen. Hier müssen wir den Bauern. Hier ist wahrscheinlich auch noch ein Riss, ne? Jawohl. Hier sind drei Risse. 1, 2, 3. Was ist hier? Achso, wir müssen wahrscheinlich alles. Suche nach der vermissten Spielerin der Inquisition. Wahrscheinlich finden wir ihn hier irgendwo. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hin. Oder hier. Die können hier hingehen, den Riss schließen, dann hier den Riss schließen. So machen wir es. Und dann haben wir das hier oben erstmal alles soweit fertig. Mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Da ist noch ein Widder. Komm, den nehmen wir direkt mit. Jawohl, den haben wir. So, wie viel haben wir jetzt? 8 von 10. Sehr gut. Ich glaube, hier ist noch einer. Ja. Die laufen direkt in die Klinge. So. Ich glaube, wenn der eingefroren wird, löst er sich direkt auf. Da ist noch einer. Na komm. Na gut, lass den laufen. Was ist da hinten? Wo sind wir eigentlich gerade? Sind wir unten im Gebiet? Ne. Hier ist auf jeden Fall noch ein Quest. Komm. Machen wir den mal kurz down. Ist ja kein Thema. Ja, bringt uns ja auch nur Gutes. Zack. Forschungsmoment. Und die sind sowieso fast tot. Also von daher. Gut, Freunde. Und damit würde ich sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play Dragon Age. Und einen schönen Tag. Okay. Und bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, wir haben ja gerade alle Fleische da, alle wieder getötet. Okay, dann bis zum nächsten Mal rein. Tschüss, tschüss.